Ja, willkommen zurück zu Geheimakte Tunguska. Ja, wir sind hier auf dem Schloss von Morenji, Sir Morenji, angekommen und ja, Nina und Max sind ja gemeinsam unterwegs, um etwas über die Tunguska-Expedition und das Verschwinden des Vaters von Nina herauszufinden. Um das jetzt dann kurz so zu umreißen, dass wir hier nicht den Faden verlieren, warum wir das alles machen. Das nur noch so zur Einleitung und ich würde sagen, ich leg einfach mal los. Ja, Zelda ist auch da. Nein. Schwert. Ich versuch's mal. Vielleicht war ich in einem früheren Leben ja König Arthurs. Oh, das überrascht mich jetzt doch ein bisschen. Ja, das hat mich jetzt aber auch überrascht. Oh, geil, so ein altes Schloss, das würde ich auch gerne mal. Meine Güte. Das sind Geheimnisse. Huch, ich wollte den Laden einfach nur zumachen und schon habe ich das ganze Ding in der Hand. Stark renovierungsbedürftig. Ja, das macht's halt aus. Das ist halt eben dieses Besondere. Jetzt lang, geht's aber auch noch mal lang. Okay, wir gehen aber erstmal hier lang. Die Kerze ist fast komplett runtergebrannt. Ich glaube, hier war irgendwas noch zu finden. Moment, die Kerze, das war das wirklich nur die Kerze? Ah, ja, vorne, ein Draht. Ja, ich wusste es doch. Oh, eigentlich sollte ich das mal sein lassen mit dem. Mit dem. Such. Eine echte Folterkammer. In einem Museum finde ich sowas ja immer ganz amüsant. Aber wenn ich mich hier so umsehe und mir vorstelle, dass hier wirklich Menschen zu Tode gefoltert wurden, da hört der Spaß auf. Na, ich finde das geil. Ich finde das Gesicht hier hinten vor allem geil. Der Ofen in Form eines teufelähnlichen Gesichts oder Kopfes. Ist das hier auch was? Nein, das ist nichts. Streckbank. Ich bin mit meiner Figur, so wie sie derzeit ist, eigentlich ganz zufrieden. Naja, ich dachte, ich probiere es mal aus. Eine eiserne Jungfrau steht hier hinten, wie ich es gerade sehe. Iron Maiden. Stimmungsvolle Dekoration. Ich hoffe wirklich, dass es nur Dekoration ist. Die Kohlen sind kalt. Klar, warum das Ding Eiserne Jungfrau heißt. Die Dornen sind so spitz. Freiwillig würde ich die auch nicht anfassen. Nein. Ich muss dennoch. Also Streckbank, den Ofen und alles, das haben wir jetzt entdeckt. Ja, wie schon gesagt, ich finde solche alten Schlösser, das ist einfach nur wahnsinnig interessant. Ja, ich glaube, ich sollte hier irgendwas auch auf die. Ah, die Figuren. Ja, das Statue habe ich schon. Was war das für ein Geräusch? Hört sich an, als ob ich mit meiner Aktion irgendeinen Mechanismus ausgelöst hätte. Ja, uns fehlt aber noch einiges. Hört sich an, als ob ich wieder einen Mechanismus ausgelöst hätte. Ich glaube, die noch die Krone und ja. Gab es hier eigentlich was zu holen? So, was haben wir denn hier? Kniestrümpfe, lange Unterhosen. Nichts, um was ich den Eigentümer unbedingt beneiden würde. Hoppla, was ist das denn? Eine Goldmünze. War da nicht irgendwas? Okay. Was habe ich hier? Eine Fackel. Ich gehe noch mal kurz nach draußen. Nein, ich glaube nicht, dass ich die mit der Kerzenhalter irgendwie. Ich glaube. Oh, falsch, falsch, falsch. Wir waren hier. Hier waren wir jetzt drin. Ein Durchgang. Es geht einige Stufen runter in einen dunklen Gang. Riecht ziemlich modrig. Was mich da unten wohl erwartet? Tja,
ein weiterer Gang und... Ja, hier fehlt... Ah, die Brücke, die muss noch runter. Der Abstand zur anderen Seite ist nicht sonderlich groß, aber über die hochgeklappte Brücke zu springen, hat offenbar schon einer vor mir versucht. Ja, das hat was mit dem... mit der Münze zu tun. Und mit der Fackel. Ach stimmt, hier war ja noch ein Durchgang, also nehmen wir erstmal den. Weil hier gibt es mit Sicherheit noch was. Ein kleiner Hocker. Schön. Ich frage mich, warum der Sessel mitten im Raum steht. Das Gemälde zeigt Lord William Morangi, der hier von 1270 bis 1305 lebte. Eine beeindruckende Gestalt. Ja, kann man so stehen lassen. Auf der Uhr ist es 7:15. Anscheinend ist sie stehen geblieben. Komisch, das Pendel bewegt sich noch. Naja, irgendwas muss ja noch funktionieren, ne? Kann ich hier was mitnehmen? In diesem Kamin hat anscheinend schon seit sehr langer Zeit kein Feuer mehr gebrannt. Nein, ich kann aber eins, ich kann hier hochgehen. Die Speerspitzen sind zwar sehr alt und waren auch schon im Einsatz, aber sie sind immer noch ziemlich scharf. Die meisten Bücher interessieren mich nicht besonders, aber hier ist auch ein Buch über Schlösser und Burgen, in denen es spukt. Da wird auch die Burg von Morangi erwähnt. Es geht das Gerücht um, dass der von 1270 bis 1305 lebende William Morangi ohne die üblichen Beigaben bestattet wurde und sie ihm sogar die ehrenvolle Feuerbestattung verwehrt haben. So wurde er, einzig mit einem schlichten Gewand und seinem Familienamulett ausgestattet, in einem Steinsarg eingeschlossen. Seitdem erzählt man sich, dass er zur Geisterstunde durch das Gemäuer zieht und jedem Eindringling nach dem Leben trachtet. Auch wenn ich nicht an solche Geschichten glaube, die Rettung von Morangi aus dem Brunnen sollte ich besser vor Mitternacht abgeschlossen haben. Ja, okay. Ich sehe, was? Eine Öllampe, okay. Ist da noch Öl drin? Eine alte Öllampe. Scheint noch ausreichend Öl drin zu sein. Kann ich die verbinden, eventuell mit der Fackel oder? Nein. Oh, ich habe auch keine Streichhölzer mehr. Au. Oh. Da wird mir wohl die Fackel irgendwie helfen müssen. So, war hier oben noch irgendwas außer dem Hebel und den Büchern? Nein, der Hebel nutzt mir jetzt nichts, glaube ich. Die Kette hat sich ein Stück bewegt. Ich lasse den Hebel mal lieber wieder los, sonst kracht mir gleich der Kronleuchter runter, der an der Kette hängt. Das hat ja auch noch einen Sinn, der Kronleuchter, der muss ja runterkrachen. Irgendwo, es hat was mit dem Kamin zu tun. Ja, wenn ich das erzähle, dann meine ich das immer so. Ich habe ja das Spiel schon lange Zeit mal gespielt. Und ja, kann auch durchaus vorkommen, dass ich festhänge. Aber was leuchtet denn hier so schön eigentlich? Die Fackel kann ich ja wohl kaum an einem... ich geh mal... nein. Weil... jetzt ist die Frage... wieso ich die Zange und die Goldmünze jetzt, muss ich da jetzt ganz zurück? Ah, da hängt noch was. Schauen wir uns erstmal das an. Da fällt mir schon noch was ein jetzt.
Die Gemälde scheinen sehr alt zu sein. Schon möglich, dass es hier vor ein paar Jahrhunderten so aussah. Landschaftsgemälde. Wenn ich mich nicht irre, könnte die Landschaft rund um die Burg als Motiv gedient haben. Okay. Ich wollte schon ganz zurückfahren, aber hier ist ja, hier ist doch was. Jetzt fragt mich nicht, wie man eine brennende Fackel mit sich rumschleppt, ohne. Nein, nicht hier. Ich glaube, die ging irgendwann mal aus. Na. Oh, du Vollpfosten, du sollst das Ding benutzen. Das gibt nicht. Ich nehme die Münze jetzt besser wieder aus dem Feuer raus, sonst fließt mir das Gold in die Esse. Ja, du bist schon so eine Esse. So, wir müssen nämlich aus der Münze einen Ring machen. Die Spitze hat die Goldmünze mühelos durchbohrt. Ich stelle mir besser nicht vor, wie das aussehen würde, wenn ich zwischen diesen Dornen stecken würde. Der Ring ist schön, vor allem aber heiß. Ich sollte aufpassen, dass er sich nicht gleich wieder verformt. Der ist heiß. Könnte es sein, dass ich hier was vergessen habe? Entweder ich soll Wasser in den Becher tun. Oder ich sollte mich jetzt mal zurückbewegen, wenn das geht. Puh, zweimal über den See rudern und schon fallen mir die Arme ab. Ich sollte dringend mehr Sport machen. Naja, bla bla bla. Ja, hier. Hübsch. Vielleicht sollte ich ihn Nina schenken. Steht dir bestimmt gut. Nein. Nicht, dass das nicht romantisch wäre. Aber ich brauche den für diese Statue. So, Habe ich jetzt was oben? Das Brett hier zu lösen? Ich weiß, dass es nützlich war. Was ist hier? Hier nichts. Einige volle und ein paar leere Flaschen. Werden wohl zum Abfüllen aus den Whiskyfässern benutzt. Ja, das ist ja schön. In so einem Ding habe ich mir früher mal die Finger eingeklemmt. Das ist dein Problem. Mich täuscht. Jetzt muss ich wieder. Das ist nur der Schraubstock und die. Da war irgendwas, war hier noch. Mit diesem Brett laufe ich nirgendwo hin. Bei der Länge hätte ich ständig Angst, irgendwas zu zerstören. Oder irgendjemanden. Deswegen wollte ich das Brett ja zerteilen. Aber warum geht das jetzt nicht? Ah, Moment, jetzt muss ich mal. Ah, die Messer, die Speerspitzen. Ich habe die Speerspitzen da jetzt eingeklemmt, ohne meine Finger zu verstümmeln. Der ultimative Beweis, dass man im Leben stets dazulernt. Ja, man lernt immer dazu. So, und jetzt? Ich werde mal versuchen, das Brett mit den Speerspitzen auf eine erträgliche Größe zurechtzusägen. War's schon?
Die Speerspitzen sind der Reihe nach in den Schraubstock geklemmt. Das Brett ist zwar immer noch sehr lang, aber zumindest halbwegs transportierbar. Ah, jetzt kann ich es auch mitnehmen. Ja. Ich bin zwar eh schon nass, aber da springe ich trotzdem nicht rein. Na, du sollst ja auch auf das Boot gehen und wieder auf die rüber. Zum Boot, zum Schloss. Was ist mit dem Öl? Also, wir haben das Schwert, wir haben den Ring. Die Bretter, das war eine Art Schild. Ah, ich tue erstmal den Ring hier drauf. Fehlt nur noch die Krone. Hört sich an, als ob ich wieder einen Mechanismus ausgelöst hätte. Oh, was war eigentlich hier mit dem Draht? Irgendwas war damit los. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Burgherr nur eine einfache Kette um seinen Hals trug. Da fehlt bestimmt noch ein Anhänger oder sowas in der Art. Ah, okay. Und da kommen wir auch schon dahin, zumindest ein Stück weiter. Ja. Da liegt ein kleiner Schlüssel drin. Ein kleiner Schlüssel. Der kommt bestimmt nicht an. Nein, der kommt an nichts. Der muss Schlüssel muss logischerweise irgendwas öffnen. Ist ja klar. Okay, jetzt muss ich kurz überlegen. Es gab noch den anderen Raum. Und ja, müssen wir jetzt hier rein. Jetzt kommt wo der Stein. Der Stein kommt zum Einsatz. Endlich wieder was los aus dem Inventar. Und jetzt ziehe ich mal den Hebel. Ich glaube, das muss so sein. Das ist berühmte, gute alte Hebel. Ja, das ist geil. Einfach mal wieder mal am Randalieren. Was ist mit der Kette? Was ist damit? Okay, habe ich jetzt noch keine Idee. Was hier? Ja. Hört sich an, als ob ich wieder einen Mechanismus ausgelöst hätte. Oh, das macht mich stutzig. Der Schlüssel, die Kette, wo war das? Wo passt der Schlüssel? Ich habe keine Ahnung im Moment. Aber hier ist zumindest das Tor hochgegangen. Und das ist natürlich wieder zu toll. Keine Ahnung, wie ich durch das Gitter kommen soll. Ich auch noch nicht. Muss ich nochmal ins Pub zurück? Ah, das glaube ich eher weniger, oder? Ölkannenkette. Kann ich den drehen? Die Statue ist massiv. Die lässt sich nicht bewegen. Nein, natürlich nicht. Die Kette hatte einen Sinn. Nur welchen? Wieder so eine kleine Geschichte, wo ich kurz festhänge. Hat das was mit der Streckbank zu tun? Also das glaube ich eher nicht. Das ist ja Quatsch. Mit dem. Nein. Oh Mann, ey. Tja.
Ich muss wirklich jetzt überlegen, jetzt erstmal. Die Fackel brennt noch. Ein kleiner Schlüssel, wozu der wohl gut sein mag? Das frage ich mich gerade auch. Ein kleiner Draht. Oh Mann. Ja. Ich glaube, ich muss doch noch mal ganz zurück. Und zwar in Richtung Pub. Irgendwas muss hier sein. Ah, eine Regenrinne. Genau, da war doch noch irgendwas, was fehlt. Ja, die Becher, die werden... Hier liegt das Teil sowieso nur im Weg rum. Ja, ich wahrscheinlich noch mal mit Wasser füllen. Warum ich das tue, ich weiß es nicht. Irgendwann hat es mit Sicherheit einen Sinn. Okay, Regenrinne. Jetzt muss ich mal sehen, wo ging es jetzt? Nein. Warum ist das beleuchtet, wenn das hier eigentlich... Na gut, okay. Weil hier das... So könnte ich die beiden verkeilten Stücke auseinanderkriegen. Oh, und so was eine Streckbank gut ist. Okay, wir haben Folgendes. Und wissen jetzt wieder nicht, was wir damit anfangen, oder doch. Kurz überlegen. Es fehlt noch was. Aber nicht, ich muss, keine Angst, ich muss nicht ins Pub zurück. Moment, ich bin hier falsch. Ich habe gerade total den Faden verloren. Hier war's. Oh Mann, ey. Also manchmal. Ich werde mal das Lampenöl in die Rille gießen, die einmal rund um den Sarg führt. Ja, das ist richtig so. Dann wollen wir dem guten alten Lord Morangi mal seine wohlverdiente Feuerbestattung geben. Vielleicht ist ja tatsächlich was dran an dieser Geschichte, dass er herumspukt, weil ihm eine angemessene Beerdigung verwehrt wurde. Was war das denn? Ist es plötzlich so kalt hier, oder bin ich das? Habe ich mir das jetzt nur eingebildet, oder? Ja, der Geist. Der Schlüssel hat einen Sinn. Entschuldigen Sie, Lord Morangi. Ich muss einen Ihrer Nachkommen retten und ich hoffe, Ihr Amulett wird mir dabei helfen. Ja, das hoffe ich auch. Das Amulett muss ich ja irgendwie... Ich habe den Draht durch die kleine Öse des Amuletts geschoben. Ja, du musst mir nicht immer erzählen, was du gerade gemacht hast. Das muss ich ihm irgendwie um den Hals hängen. Wenn ich das andere Ende des Drahts in die Kette drehe, sollte es halten. Schön, ne? So wie so ein Lehrfilm. Ich habe gerade gekackt. Ein schönes Amulett mit einer hässlichen Kette. Mir gefällt es trotzdem. Okay, dann hängen wir das mal drum. Dann dürften wir eigentlich alles soweit erledigt haben. Oder? Moment, erstmal die zwei Rinnen. Hört sich an, als ob ich wieder einen Mechanismus ausgelöst hätte. Das ist schön. Wettende erzählt das jetzt nochmal. Hört sich an, als ob ich wieder einen Mechanismus ausgelöst hätte. Ja, die berühmte Schallplatte, die hängt. Und warum habe ich den Becher mit Wasser gefüllt?
Wieso habe ich das wieder getan? Ich weiß es noch nicht. Es muss einen Sinn haben. Es muss einfach einen Sinn haben. Oder es hat überhaupt keinen. Ah, jetzt ist hier offen. Super. Jetzt müsste ich eigentlich... Ja, müsste eigentlich das hier aufgehen, oder? Ja! Sie haben einen Weg gefunden. Vielen Dank. Alles in Ordnung bei Ihnen? Ich denke schon. Aber mein linkes Bein tut höllisch weh. Warten Sie, ich helfe Ihnen. Das wäre nett. Alleine würde ich es kaum in mein Arbeitszimmer schaffen. Sie müssen zugeben, die Geschichte, die Sie mir da gerade aufgetischt haben, klingt wenig glaubwürdig. Erst die Entführung vom alten Wladimir, dann eine geheimnisvolle Verschwörung und schließlich auch noch Gestalten in schwarzen Roben. Andererseits ist das Ganze dermaßen unglaubwürdig, dass Sie mir so eine Geschichte wohl kaum als Lüge auftischen würden. Also, helfen Sie uns? Die kleine Nina ist jetzt in Kuba bei Manuel Perez? Ja, sie hat mir gerade ein Bild aufs Handy geschickt. Ich kann damit aber gar nichts anfangen. Vielleicht sagt Ihnen das ja was. Ja, dieses Symbol habe ich schon mal gesehen. Ist aber bereits Ewigkeiten her. Wladimir hat mich viele Jahre nach unserer gemeinsamen Tunguska-Expedition überraschend kontaktiert. Er schrieb mir in einem geheimnisvollen Brief, dass er eine sensationelle Entdeckung gemacht hat und meine Hilfe braucht. Er hatte einige Jahre zuvor ein metallisches Bruchstück untersucht, welches in der Tunguska-Region gefunden wurde. Die Kalenko-Expertise sagt Ihnen wahrscheinlich nichts. Nur in groben Zügen. Es geht um außerirdisches Material, oder? Ja, aber das ist nur die halbe Wahrheit. Was meinen Sie damit? Manuel Perez, der die Expertise gemeinsam mit Wladimir erstellt hat, entdeckte genau dieses Symbol, eingraviert auf der Oberfläche des Bruchstücks. Sie meinen, auf dem Bruchstück befanden sich Zeichen? Wladimir war sich nicht ganz sicher, da die Oberfläche insgesamt stark beschädigt war. Bei seinen Nachforschungen ist er dann in den Archiven der Akademie der Wissenschaften in Moskau fündig geworden. Und zwar in einem Bericht über die Forschungsreisen eines englischen Wissenschaftlers, der 1947 auf einer Expedition scheibenförmige Artefakte aus einem unbekannten Metall gefunden haben soll. Dieser Forscher, Evans war sein Name, beschreibt in seinen Aufzeichnungen die gleichen Materialeigenschaften, die auch Wladimir bei dem Tunguska-Bruchstück beobachtet hat. Das allein war schon eine heiße Spur. Aber als er sich dann eine von Evans gefertigte Skizze angesehen hat, muss es ihm den Atem verschlagen haben. Warum? Erzählen Sie weiter. Das Artefakt war überzogen mit unbekannten Zeichen. Und eines davon war genau jenes Symbol, das Perez und Wladimir an dem Tunguska-Bruchstück entdeckt hatten. Puh, klingt spannend. Woher stammen denn die Scheiben? Wo hat dieser Evans sie gefunden? Das war auch Wladimirs Frage. In den Unterlagen der Moskauer Akademie war darüber nichts zu finden. Darum hat er sich damals an mich gewandt. Wladimir hatte herausgefunden, dass Evans vor kurzem verstorben war und seine persönlichen Aufzeichnungen und Tagebücher nun in London versteigert werden sollten. Er bat mich, ihm diese Unterlagen zu besorgen, da es ihm zur damaligen Zeit nicht möglich war, Russland zu verlassen. Ja und? Haben Sie die Unterlagen bekommen? Woher stammen nun diese Metallscheiben? Ich habe Wladimir damals eine kodierte Kopie der Tagebücher geschickt. Die Originale habe ich noch hier. Wirklich? Zeigen Sie her. Einen Moment. Es müsste hier irgendwo dazwischen sein. Nina, ich habe Neuigkeiten. Konnte dieser Morenji uns weiterhelfen? Ich würde sagen, ja. Weißt du von einer Expedition deines Vaters nach China? Genauer gesagt in den Himalaya? Er hat vor dem Tod meiner Mutter viele Reisen unternommen. Kann schon sein, dass er auch mal im Himalaya war. Warum? Ich glaube, dass er dort etwas gesucht und vielleicht sogar gefunden hat. Vielleicht ist das auch der Grund für sein Verschwinden. Ich kapiere gar nichts. Ich schicke dir einige Unterlagen aufs Handy. Mach dich sofort auf den Weg. Wir treffen uns in der Wohnung deines Vaters. Nanu? Nina noch nicht da?
Ich werde sie mal anrufen und hören, wo sie bleibt. Oh, eine Nachricht auf der Mailbox. Wird wahrscheinlich Nina sein, die sich etwas verspätet. Kanski hier. Ich hoffe sehr, dass Sie die Nachricht abhören. Ich muss Sie dringend treffen. Es ist wirklich wichtig. Ich kann jetzt nicht weiter darauf eingehen. Ich glaube, ich werde verfolgt. Ich werde versuchen, die Typen abzuschütteln und dann ins Museum kommen. Bitte beeilen Sie sich. Ich glaube, Sie sind in sehr großer Gefahr. Ich muss Schluss machen, da kommt jemand. Ich werde im Museum auf Sie warten. Was will denn dieser Kanski schon wieder? Eigentlich möchte ich dem nicht unbedingt noch einmal über den Weg laufen. Andererseits, die Nachricht klang schon irgendwie wichtig. Aber wenn es eine Falle ist, wahrscheinlich werde ich es bereuen. Aber vielleicht hat er ja tatsächlich Informationen, die uns weiterbringen. Nina ist ja auch noch nicht da und bis zum Museum ist es nicht weit. Also los. Ja. Wir haben die Spur. Wir wissen, wo das Versteck ist. Sind Sie sicher? Die Informationen sind absolut zuverlässig. Sehr gut. Brechen Sie sofort auf. Ich werde Professor Charlois sagen, dass sie die letzte Phase des Projekts vorbereiten soll. In Ordnung. Wenn ich es gefunden habe, was passiert dann mit der Kleinen und ihrem Freund? Tja, die beiden könnten in der Tat ein Problem werden. Kümmern Sie sich darum. Ach du Scheiße, das ist doch Kanski. Kein Puls mehr. Der ist tot. In was für eine Sache bin ich da bloß reingeraten? Entführung war ja schon schlimm genug, aber Mord? Ich sollte zusehen, dass ich hier wegkomme. Max Gruber? Ja. Bitte steigen Sie ein. Wo bleibt Max? Er sollte längst hier sein. Vielleicht hat er eine Verabredung, die wichtiger ist. Wieso? Was meinst du? Weißt du das wirklich nicht? Liebe scheint ja tatsächlich blind zu machen. Was? Denk doch mal nach. Dein Vater verschwindet. Max sitzt im Büro nebenan und will nichts mitbekommen haben? Er hatte seine Musik. Wer hat dir dringend geraten, nach Hause zu gehen und dort auf deinen Vater zu warten? Das war Max, na und? Na und? Schon vergessen, dass man dich dort niedergeschlagen hat? Nein, aber... Und dann dieser Anschlag auf den Zug. Dass der irgendwas mit dir oder deinem Vater zu tun haben muss, ist doch wohl klar, oder? Ja, aber... Dein Vater war nicht an Bord. Und wer wusste außer uns noch, dass du in diesem Zug warst? Ich weiß, das hört sich alles sehr seltsam an, aber... Nina, wach auf! Ich weiß nicht, für wen oder was Max arbeitet, aber er spielt ein falsches Spiel. Und er spielt es auf deine Kosten. Meinst du, wir sollten... Vergiss Max! Ich weiß, dass du ihn magst, aber er hat dich nur benutzt. Und wenn wir jetzt nicht gehen, dann wird er dieses Spiel gewinnen. Und dein Vater wird es verlieren. Vielleicht hast du recht. Und was machen wir jetzt? Die Spur deines Vaters führt in den Himalaya. Und wir haben zumindest Teile des Reiseberichts von diesem Evans. Damit sollten wir in der Lage sein, die versteckten Höhlen dieses mysteriösen Bergvolks ausfindig zu machen. Und dann? Davon kriege ich meinen Vater auch nicht wieder. Ich weiß. Aber ich bin mir sicher, dass diese seltsamen außerirdischen Artefakte etwas mit dem Verschwinden deines Vaters zu tun haben. Ich gebe zu... Wir werden deinen Vater höchstwahrscheinlich nicht im Himalaya finden. Aber wir haben zumindest wieder eine Spur. Ja, ich weiß, es ist nur... Ich bin so unendlich müde. Willst du deinen Vater etwa aufgeben? Nein, du hast recht. Brechen wir auf. Kein Wunder, dass diese Höhlen weitestgehend unbekannt sind. Ohne die exakte Beschreibung aus Evans Bericht findet hier keine Menschenseele hoch. Wollen wir hoffen, dass du recht hast. Wir befinden uns nämlich im Grenzgebiet und ich möchte ungern Bekanntschaft mit übernervösen Patrouillen machen. Ich bleibe lieber am Eingang und halte die Augen offen. Sag Bescheid, wenn du was gefunden hast. Ja, jetzt bin ich dran und zwar... Um den Part zu beenden, denn der geht ja schon ein bisschen länger wie geplant, aber da kann ich nichts dafür, das ist halt die Sequenzen, das muss ich eben abwarten, wie die Geschichte weitergeht.
Und ja. Wir haben immer noch die Zwiebel, wo ich nicht weiß, wie was sie sein soll. Ihr seht ja hier, Zwiebel, keine Ahnung. Aber davon abgesehen, ich möchte mich erstmal verabschieden und wieder vielen Dank fürs Zusehen und Zuhören. Bis zum nächsten Part hier bei Geheimakte Tunguska. Vielen Dank und ciao.